Herzlich willkommen zum Kurs für geprüfte Praxismanagerinnen. Im Folgenden stellen wir die Referenten vor und danach geben wir einen kurzen Überblick über die Module. Guten Tag, mein Name ist Claudia Schöffel. Ich bin MFA, Praxismanagerin, Fachwirtin für ambulante medizinische Versorgung, interne Auditorin, Mediatorin und seit 7 Jahren Beraterin im Gesundheitswesen. Hallo, mein Name ist Dominik Hübner. Ich bin Ihr Experte für Praxismarketing und darf Ihnen in Modul 8 exklusive Einblicke in diesen Bereich geben. Wer bin ich? Ich habe vor 4 Jahren gemeinsam mit meinen beiden Brüdern die Agentur für Praxismarketing gegründet, die Designery. Meine Erfahrungen möchte ich Ihnen exklusiv 1:1 weitergeben, sodass Sie nach dem Modul nicht nur eine optimale theoretische Grundlage haben, sondern auch einen praxisnahen Blumenstrauß mit Lösungen für Ihre eigene Praxis haben, so dass Sie direkt loslegen können. Hallo, mein Name ist Dominik Brenneis. Ich bin Ihr Berater für betriebswirtschaftliches und praktisches Praxismanagement, Praxisführungs- sowie Qualitätsmanagement und werde Ihnen in den entsprechenden Modulen die notwendigen Einblicke geben. Ich bin seit der Uni circa 25 Jahre schon als Berater und Finanzexperte bundesweit in Praxen unterwegs und seit 2009 unter der Marke Consanitas. Meine Ansprechpartner sind neben den Praxisinhabern meist Sie als Praxismanagerin oder die Helferin. Für Fragen und intensivere Einblicke haben Sie natürlich auch nach dem Kurs die Möglichkeit, Fragen an uns per Mail zu stellen, die wir Ihnen gerne beantworten werden. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Spaß und Freude bei der fordernden Ausbildung und danach bei der Umsetzung in der eigenen Praxis. Praxisorganisation und Management ist eine der zentralen Aufgaben in der Praxis. Dabei werden wir Ihnen in den Themen Terminplanung, Büroorganisation, Rezeption und Patientenbetreuung die Grundlagen und praktischen Tipps zur Umsetzung geben. Das QM ist immer gehasst und nie richtig gelebt. Wir zeigen Ihnen, warum ein modernes Qualitätsmanagement Spaß machen und Effizienz und Zeitersparnis für Sie bringen kann. Zudem ist es rechtlich gesehen eine Pflicht und sollte aus Haftungsgründen nicht vernachlässigt werden. Sicherlich sind Rechtsvorschriften kein prickelndes Erlebnis, allerdings sind sie bindend und können einem viel Ärger im Nachhinein ersparen. Deswegen geben wir Ihnen einige praktische Ansätze für den täglichen Umgang in der Praxis. Eines der wichtigsten, aber höchst vernachlässigten Themen ist die Kommunikation innerhalb der Praxis und gegenüber Externen. Darin liegt aber der Schlüssel zum Erfolg. Durch unsere Tipps und rhetorischen Tricks wollen wir Ihnen Möglichkeiten zeigen, Ihre Themen in der Praxis gegenüber Inhaber und Patienten besser zu platzieren. Das Thema Personalführung wird oft an die Praxismanagerin delegiert. Ohne eine Führung und die entsprechende Motivation, die Sie in diesem Modul vermittelt bekommen, kann ein Team nicht funktionieren und dann natürlich auch nicht die Praxis. In vielen Praxen gibt es beim Personal gute Ansätze, Ideen oder Vorgehensweisen, die ideal wären, wenn sie umgesetzt würden. Deshalb wollen wir Ihnen beim Prozess- und Zeitmanagement zeigen, wie solche Bereiche geplant, gesteuert und kontrolliert werden können, um Prozesse zeiteffizient zu gestalten. Die Praxisinhaber zählen viel auf Sie als Ihre neue Praxismanagerin. Sicherlich sind Sie darauf vorbereitet. Aber wir wollen Ihnen dabei noch etwas helfen und Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie präsenter bei den Kolleginnen auftreten können, ohne überheblich zu wirken oder selbst in zu großen Stress zu verfallen. Eine Praxis ist nicht mehr nur Praxis wie früher, sondern auch im Gesundheitsbereich wird der Wettbewerb immer stärker. Aus diesem Grunde wird das Praxismarketing eine zentrale Rolle in der Zukunft ausmachen. Wir zeigen Ihnen die notwendigen Ansätze, um Ihre Praxis richtig zu präsentieren und dem Patienten schmackhaft zu machen. Eine Praxis kann noch so toll sein, wenn sie keine Erträge abwirft, kann sie sich nicht lange am Markt halten, denn Gehälter, Miete und so weiter müssen bezahlt werden. Um Ihnen als Teil der Führung in der Praxis die Möglichkeit zu geben, in diesen Bereichen mitreden zu können, wollen wir Ihnen ein Grundgerüst vermitteln, auf dem Sie aufbauen können. Und nun freuen wir uns, Sie beim Kurs begrüßen zu dürfen, freuen uns auf das persönliche Kennenlernen bei den Präsenztagen und wünschen Ihnen allen viel Erfolg.